Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Im vorigen Video haben wir gesehen, wie man Nginx Server installiert und wie man ihn konfiguriert, um den Mail Server zu starten. In diesem Video zeige ich Ihnen, was Sie tun müssen, um sicherzustellen, dass Ihre E-Mails Ihr Ziel erreichen und nicht im Spam landen und wie Sie E-Mail-Protokolle POP3 und IMAP4 konfigurieren. Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten Internet-Browser-Verlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programme von Hetman Software helfen. Rufen Sie den Link in der Beschreibung auf, laden Sie das benötigte Programm kostenlos herunter und installieren Sie es und führen Sie dann eine Festplattenanalyse durch. Die Dienstprogramme zeigen die zur Wiederherstellung verfügbaren Daten an, sodass Sie diese anzeigen und abrufen können. Auf unserem Kanal und Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem von der Installation des Systems über die Konfiguration und Behebung von auftreffenden Problemen und Fällen bis hin zur Optimierung des Betriebs mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu unseren Videos oder Artikeln. Damit Ihre E-Mails Ihr Ziel erreichen, validiert und nicht gespammt werden, müssen Sie SPF und DMR-Einträge in Ihrem DNS-Hosting hinzufügen. SPF, KIM und DMRC sind die Grundeinstellungen, die Sie von dem Start Ihres Mail-Server vornehmen sollten. Diese Einträge verhindern, dass Betrüger in Ihrem Namen bösartige E-Mails versenden und wenn nicht, erreicht die Nachricht den Empfänger möglicherweise gar nicht. Ein SPF-Eintrag gewährleistet die Kommunikation zwischen dem sendenden und dem empfangenden Mail-Server. Sie enthält Informationen darüber, welche Mail-Server in Ihrem Namen Mails versenden dürfen. Ohne einen SPF-Eintrag können viele E-Mails-Dienste alle von Domain-Postfächern gesendeten E-Mails unabhängig von ihrem Inhalt als Spam versenden. Der SPF-Eintrag wird auf dem DNS-Server veröffentlicht, die die Domäne betreuen. Gehen Sie zu Ihrem DNS-Hosting-Kontrollzentrum und erstellen Sie den nächsten TXT-Datensatz, der alle diese Felder ausfüllt. Der Datensatz enthält die folgenden Schlüssel: SPF-Version, Domain-IP-Adresse, SPF1, SPF-Version. KIA gibt die Regel von einer bestimmten Domain an, indem die IP-Adresse des Absenders mit der in den R-Records der Domain angegebenen IP-Adresse verglichen wird. MX enthält alle in den MX-Einträgen der Domäne angegebenen Serveradressen. Das Tilde-Symbol ist eine Ablehnung. Die E-Mail wird zwar angenommen, aber als Spam markiert. L bedeutet alle Adressen, die nicht in dem Eintrag ausgeführt sind. Weitere Texte können später gesetzt werden, drücken Sie jetzt aber auf Speichern. Die zweite Sicherstellungsebene zwischen MailServer ist der KIA. Domain Keys Infected Mails. Es wird verwendet, um die Original E-Mails mit einer digitalen Signatur zu versehen. Der Empfänger verwendet die Signatur, um die Authentizität der E-Mail zu überprüfen. Der Empfängerserver sendet einen DNS-Auftrag und erhält den öffentlichen Schlüssel, der in dem DNS-Eintrag aufgenommen wird. Er verwendet diesen Schlüssel, um die E-Mail zu verifizieren. Wenn die Schlüssel übereinstimmen, erreicht die E-Mail den Empfänger, andernfalls wird sie am Spam. MS Exchange Server unterstützt DKIAM standardmäßig nicht. Zur Einrichtung unter Exchange müssen Sie einen Transportagenten eines dritten Bieters installieren, Exchange DKIAM Signal. Nach der Installation müssen Sie es konfigurieren, starten Sie Anwendung, klicken Sie in dem sich öffnenden Fenster auf, konfigurieren, erstellen Sie sicher, dass der Agent Exchange DKIAM Signal die niedrigste Priorität hat, er steht an letzter Stelle in der Leiste. Damit soll sichergestellt werden, dass die E-Mails erst in einem letzten Schritt signiert werden, nachdem die anderen Transportbeauftragten etwaige Änderungen vorgenommen haben. Auf der Registerkarte GIM-Einstellungen wird angegeben, welche Felder signiert werden sollen. Das sind sie standardmäßig. From Subjekt, To Date, Message ID. Die Domain-Einstellungen werden auf der Registerkarte Domain-Einstellungen konfiguriert. Klicken Sie auf Hinzufügen, Add.
geben Sie den Domainnamen und den Selektor DNS Eintragsname an. Hier können Sie entweder einen Schlüssel erzeugen oder seinen Sprachort angeben. Um einen öffentlichen Schlüssel zu erstellen, drücken Sie auf Neuen Schlüssel generieren. Dann erscheint er in diesem Fenster. Gehen Sie dann zum Kontrollpanel Domain Hosting und erstellen Sie einen TXT-Eintrag. Geben Sie ihm einen Namen und fügen Sie in das Feld Wert Ihren öffentlichen Schlüssel ein. Nachdem Sie Einstellungen im Programm vorgenommen haben, klicken Sie auf Domain speichern. Save Domain. Die Einstellungen werden automatisch übernommen. Abschließend wollen wir noch kurz erläutern, was der MRC ist. Dies ist die nächste Sicherheitsphase nach SPF und GIMP. Dieser Datensatz legt fest, was mit Nachrichten zugesehen hat, wenn sie nicht mit SPF und DKIMM authentisiert werden können. Dies ist die Regel, die für die in Ihrem Namen versendeten E-Mails verlegt wird. Bevor Sie die Mark einrichten, müssen Sie sicherstellen, dass ZFS und DKIM richtig geschrieben sind, da sonst E-Mails von Ihnen gefiltert werden können. Um Mark einzurichten, erstellen Sie in Ihrem DNS Hosting Control Panel einen TXT-Eintrag wie diesen. Hier müssen Sie mindestens die Motorversion und die Richtlinie angeben. Bei der Ersteinrichtung wird empfohlen, als Richtlinie Non, nicht tun außer Berichte senden, anzugeben. Später wird es möglich sein, sie durch Hinzufügen von Text zu ändern. Damit ist die E-Mail-Konfiguration abgeschlossen. Senden Sie nun eine Test-E-Mail von Ihrem Postfach aus, um sie zu testen. Als nächstes zeige ich Ihnen, wie Sie die E-Mail-Dienste POP3 und IMAP4 einrichten. Standardmäßig deaktiviert Agents die POP3 und IMAP4-Dienste. Um Clients zu konfigurieren, dass sie sich über IMAP und POP3 verbinden, müssen Sie diese aktivieren und so einstellen, dass sie automatisch gestartet werden. Öffnen Sie Dienste. Suchen Sie den Dienst Microsoft Agents IMAP4. Setzen Sie den Starttyp auf automatisch und starten Sie den DIN, den übernehmen Apple und OK. Führen Sie die gleichen Schritte mit Microsoft Exchange IMAP 4 bekannt. Microsoft Exchange POP3. Und Microsoft erscheint POP3 Backend durch. Nach dem Start der Dienste müssen wir das Zertifikat konfigurieren. Öffnen Sie die Systemsteuerung von Agents und gehen Sie zu Server Zertifikate. Öffnen Sie das SSL-Zertifikat durch Doppelklick. Gehen Sie auf die Registerkarte Dienste und aktivieren Sie die Kästchen für IMAP und POP und klicken Sie dann auf Speichern. Als nächstes müssen Sie die Domäne mit dem POP3 und IMAP-Diensten verbinden. Öffnen Sie Start, Microsoft Exchange Server, Agent Management Shell und führen Sie den folgenden Befehl aus. Geben Sie den ersten Befehl für den POP3-Dienst ein, geben Sie hier die externe Domain, Port 995, und SSL, dann wieder die Domain mit Port 110 und schließlich den Namen des Zertifikats. Öffnen Sie das Zertifikat in der Systemsteuerung und kopieren Sie den Namen. Nachdem Sie den Befehl ausgeführt haben, müssen Sie den POP3-Dienst neu starten. Klicken Sie dazu im Dienstefenster mit der rechten Maustaste auf den Dienst Neu starten
und einen zweiten POP3-Backend-Dienst. Führen Sie anschließend den Befehl zum Binden des Dienstes IMAP aus. Starten Sie anschließend den Dienst 9, IMAP und IMAP Backend. Im nächsten Schritt müssen Sie die Port 995, 993, 110 und 143 in Ihrem Netzwerk für diese Dienste überprüfen und gegebenenfalls öffnen. Öffnen Sie die Netzwerkeinstellungen und öffnen Sie die Ports für den Exchange-Server. Als nächstes müssen Sie die Einstellungen für den Empfangsschluss ändern. In der Systemsteuerung geben Sie auf Mailflow, Presence Connectors, Clients Frontend Exchange, öffnen Sie die Registerkarte Scoping, FQDN, ändern Sie die Domain von intern aus extern und klicken Sie auf Speichern. Als nächstes müssen Sie das Zertifikat angeben, das für die Verschlüsselung von SMT-Verbindungen verwendet werden soll. Zunächst müssen wir die ID des Zertifikats herausfinden, das wir mit dem Dienst verbinden wollen. Öffnen Sie die Exchange Shell und führen Sie den folgenden Befehl aus. Kopieren Sie den Wert des Zertifikats, TrumpPrint. Geben Sie dann das Zertifikat an, das zur Verschlüsselung von Authentifizierung SMT-Client-Verbindungen verwendet wird. Hierfür gibt es drei Befehle. Führen Sie den ersten Befehl aus. Fügen Sie diesen Zertifikatswert am Ende hinzu. Führen Sie dann den zweiten Befehl in diesem Artikel aus. Und dann führen Sie den dritten Befehl aus. Um sicherzustellen, dass Sie das Zertifikat angeben, das zur Verschlüsselung authentifizierten SMT-Client-Verbindungen verwendet wird, führen Sie den folgenden Befehl aus. Dadurch erhalten Sie den Namen des Zertifikats. Dies sollte der Name des von Ihnen angegebenen Zertifikats sein. Im nächsten Schritt müssen Sie überprüfen, ob diese Protokolle auf Postfachebene aktiviert sind. Wenn Sie in den Postfächer deaktiviert sind, können die Benutzer ihre Outlook-Profil nicht für die Verwendung von POP3 und IMAP4 konfigurieren. Sie müssen standardmäßig aktiviert sein. Um dies zu überprüfen, öffnen Sie die Exchange-Systemsteuerung, gehen Sie zu Empfänger, Postfächer, öffnen Sie das gewünschte Konto und geben Sie zu Postfachfunktionen. Hier überprüfen Sie, ob Aktivieren für diese Dienste eingestellt ist. Und um die Dienste zu testen, führen Sie den Befehl Test aus. Geben Sie Ihr Passwort ein und hier ist das erfolgreiche Ergebnis. Führen Sie anschließend denselben Befehl für IMAPs aus. Das Passwort für das Konto. Wie Sie sehen können, funktioniert auch diese Konfiguration. Gehen Sie wie folgt vor, um sicherzustellen, dass Sie IMAP4 auf Ihrem Exchange-Server aktiviert und konfiguriert haben. Auf der Microsoft-Website können Sie einen speziellen Dienst nutzen, der die POP3 und IMAP-Protokolle überprüft. Füllen Sie alle erforderlichen Felder aus und klicken Sie auf Prüfung durchführen. Wie Sie sehen können, war die Validierung erfolgreich, allerdings mit einer Warnung. Der Grund dafür ist, dass Microsoft die Zertifikatskette nicht verifizieren kann. Wahrscheinlich ist diese Funktion auf dem Server deaktiviert oder falsch eingestellt. Was das SSL-Zertifikat betrifft, so bin ich mir dessen zu 100 sicher, sodass Sie diese Warnung ignorieren können. Der Dienst funktioniert ordnungsgemäß. Als nächstes überprüfen wir das POP3-Protokoll. Gehen Sie nach dem gleichen Prinzip vor, füllen Sie die Felder aus und klicken Sie auf Prüfung durchführen. Die Prüfung war erfolgreich, es wird die gleiche Warnung angezeigt. Jetzt lass uns die Post überprüfen. In Outlook werden wir eine Verbindung über das IMAP oder POP3-Protokoll herstellen und senden wir eine Test-E-Mail.
Wie Sie jetzt sehen können, wird die E-Mail nicht gespammt und geht direkt und ohne Fehler an den Empfänger. Lassen Sie uns nun einige Fehler verstehen, die bei falschen Anstellungen oder fehlenden DNS-Einträgen auftreten können. 550 SPS-Check-Fehler. Wenn Sie eine Anti-Spam-Anwendung auf Ihrem Microsoft Exchange Server installiert haben, könnten die Fehlermeldung etwa so aussehen. Dieser Fehler zeigt an, dass die sendende Domäne einen ungültigen SPF-Eintrag hat oder dass der Absender eine gefälschte E-Mail-Adresse verwendet. Falls der DNS-Eintrag SPF fehlt, falsch konfiguriert oder deaktiviert ist, wenn Sie seine E-Mail an eine externe E-Mail-Adresse senden, erhalten Sie möglicherweise eine Fehlermeldung wie diese. Hat Ihre Nachrichten an die folgenden E-Mail-Adressen angelehnt? Fügen Sie in Ihrem DNS-Hosting einen SPF-Eintrag hinzu, um das Problem zu beheben. Bei der Überprüfung des DMARC-Datensatzes wird möglicherweise der folgende Fehler angezeigt. Diese Fehlermeldung bedeutet, dass die Nachricht die Authentifizierung nicht bestanden hat und nicht DMARC-konform ist. Ein DMARC-Konformitätsfehler bedeutet, dass die SPF- und KIM-Prüfung fehlgeschlagen ist. Diese Fehler können sich negativ auf die E-Mail-Zustellung auswirken, da die Mailboxen die Authentizität ihrer E-Mails nicht überprüfen können. Und so sieht ein Fehler im Zusammenhang mit einem KIM-Eintrag aus. Dieser Fehler tritt in der Regel bei der ersten KIM-Konfiguration nach einem Anwendungs-Upgrade oder nach einer Server-Migration auf. Oft wird das Problem durch Fehler bei der Kennzeichnung oder bei Einrichten des öffentlichen Schlüssels verursacht. Wenn Sie keinen KIM-Datensatz haben oder ihn falsch eingestellt haben, erhalten Sie eine Warnmeldung und das gilt für den DMARC-Datensatz. Wenn dies der Fall ist, ändern Sie die Einstellungen des entsprechenden Datensatzes. Daher haben wir eine einfache und problemlose Reihe von Standardfunktionen überprüft, die jedem Administrator zur Verfügung stehen, um die Sicherheit von Microsoft Mailbox Servern zu erhöhen. Richtig konfigurierte KIM, SPF und DMARC-Einträge helfen, den Fluss von Spam, Spam-Mails und verschiedenen besorgten E-Mails so weit wie möglich zu reduzieren. Ich habe Ihnen nur die grundlegenden Einstellungen und deren Funktionsweise gezeigt. Für einen solchen Schutz benötigen Sie detaillierte Einstellungen. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.